Ich habe angefangen, mal Warhammer 40k Space Marine zu spielen und mir gedacht, da gehen ein paar Sachen besser, vielleicht, eventuell. Erstmal eben ganz kurz zum Positiven. Das Game ist allgemein relativ lustig. Könnt ihr euch im Grunde vorstellen, wie ein Shooter mit relativ viel Nahkampfzeug, weil man als 2,50 Meter große Mördermaschine mit einem Kettensägenschwert einfach nicht unbedingt immer im Hintergrund sitzen muss. Allerdings gibt es ein klitzekleines Problem. Und das Problem ist, dass du am Anfang gegen Orks kämpfst. Und die von euch, die Warhammer und Warhammer 40k ein bisschen kennen, wissen, Orks haben keine geordnete Schlachtordnung. Das sind einfach große Haufen an Gegnern, die auf einmal auf dich zustürmen, weil jeder dich als erstes auf die Schnauze hauen will. Was an und für sich kein Problem wäre, weil du wie gesagt eine 2,50 Meter große Mördermaschine mit einem Kettensägenschwert bist. Aber das Problem dabei sind die verdammten Selbstmord-Squicks. Für die von euch, die Warhammer und Warhammer 40k nicht kennen, eine kurze Erklärung. Squicks sind im Grunde sehr aggressive Kampfhunde, denen das halbe Gehirn fehlt und die aussehen wie Ballons. Und weil die für einen Mördergolem in Powerrüstung nicht wirklich gefährlich sind, sind das auf einmal alle Selbstmordattentäter in diesem Spiel. In Kombination mit den Gegnerhorden. Gegnerhorden, die es fast unmöglich machen, die Squicks zu treffen, selbst wenn du das Snipergewehr benutzt. Einfach weil entweder gerade ein Ork versucht, dir einen Haarschnitt mit einer Axt zu verpassen, oder irgendein Ork vor den verfickten Squick rennt. Und es würde mich nicht einmal unnötig aufregen, wenn diese verdammten Explosionen nicht so kacke programmiert wären. Das erste Problem ist, die Explosionen sind deutlich zu stark. Bei einer einzigen Explosion kannst du deinen kompletten Schild und drei Viertel deiner Lebenspunkte verlieren. Das zweite Problem ist, der Explosionsradius ist zu groß. Man spielt hier, wie erwähnt, einen Space Marine. Einen Killer Golem in Rüstung. Du hast etwa die Aerodynamik eines sehr langsamen Kühlschranks. Was bedeutet, dass selbst wenn du aus dem Weg springst, die Explosion dich trotzdem noch erwischt. Und der Beweis dafür, dass mir die Squicks nur auf den Sack gehen, weil sie in so einer extrem billigen Art benutzt werden, ist der Kampf gegen den Ork-Boss. Denn der Ork-Boss hat, so wie es sich gehört, Unterlinge und dazu gehören auch Squicks. Das heißt, er wirft die Squicks einfach in deine Richtung und solange du denen ausweichen kannst und genug Platz hast zu manövrieren, sind die kein Problem. Das Problem tritt nur dann auf, wenn sie sich hinter irgendwelchen fucking Orks verstecken. Ich meine, das macht das Spiel nicht komplett unspielbar, aber es ist nervtötend. Und man muss im Game eine gewisse Waage haben zwischen Frustration und Erfolgserlebnissen. Und wenn du einfach Gegner hast, die billig und unfair wirken, ist das Ganze mehr frustrierend als spaßig.